Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Okay, ja, weiter mit Bowser. Ja, ein Riesenkerl sieht rot. Der frühere Main vom Darth Vegas bis Ganondorf ins Bild kam und Luigi, ich glaube Luigi war auch noch, ne? Ein kleiner Main. Und wie ich mich mit dem schlage. Na, Bowsers, ich glaube Bowsers Festungsmusik. Oh nein. Ah. Was ist das? Ich merke gerade, die haben alle Riesen, die haben alle Mario Mützen. Ah. Also, warum muss ich direkt schon mit Dreck? Okay. Warum muss ich direkt schon? Ich habe ein Ticket verbraucht. Hallo? Ich kann nicht im ersten Kampf schon hier verrecken, Mann. Wir können mir doch nicht im ersten Kampf hier direkt vier Gegner auf einmal hier reinhauen. Ach, Mann. Ja, hätte ich jetzt neu gestartet, dann hätte ich mein Ticket verloren, ey. Mal wie groß Bowser ist im Vergleich zu denen. Sehr gut. So, mein Gott. Also viel einfacher Kampf gewesen als der vorhin. Ärgert mich. Jetzt kommen nur Einzelgegner. Du bist nicht Ridley. Nein, ich bin besser und erfolgreicher. Müssen ja eigentlich immer perfekt ausweichen. Boom. Gut. Wesentlich läuft's jetzt. Wenn wir nur gegen Feuertypen. Oh Gott. Ja, ich bin ja winzig im Vergleich zu die. Ja, ich habe gehört, ihr macht Feuer. Oh, ich war der originale Wrestler. Ja, ich habe einen Dropkick, du nicht. Aber weiß ich nicht. Ich habe Vuego fast noch nie gespielt hier. Aus einem Multi-Smash, wo ich ja jeden Charakter schon mal gespielt habe. Hat kann es doch nicht sein, nur Diddy Kong. Tschüss. Oh, ich bin riesig. Gut. Oh, Rattalos, was? Was jetzt schon? Oh, Mario kommt dann wahrscheinlich am Ende, ne? Jetzt mal, ich gebe dir einen Dropkick.
in die Fresse. Ah. Immer versuchen, den Schwanz abzuhaken. Dann gehe ich doch gefällt, werde ich nicht hinkriegen. Ist ja noch im Abenteuermodus, das wir so lange gebraucht haben. Boah, kannst du mal? Okay. Ich kein Risiko ein. Na, ehrlich. Kann ich dich auf den Boden werfen? Was? Boah, warum bin ich denn jetzt da hingeflogen? Oh. Komm mal hier hin. Ist er mit Feuer, hallo? Oh gut. Dann esse ich ihn. Dann beiß ich einmal so rein, geil. Ah, Dreck. 0,2 nur. Ich finde da gut, dass Bowser wenigstens jetzt, wenn er rennt, auch wirklich rennt. Ey. Ich glaube, in Melee und im Brawl sah er richtig bescheuert aus. Er ist einfach nur über den Boden gerutscht. Wird er irgendwie auf so einem Mini-Moped oder so reiten. Ey. Da müsst ihr euch mal angucken. Ey. Da komme ich nicht ran. Gut, nehme ich mal an, Mario ist der letzte Gegner, ne? Ja. Ich habe gerade gegen einen riesen feuerspeienden Drachen gekämpft. Meinst du, du hast eine Chance? Ja, auch nicht gewusst habe, ist man kann sich aus dem Gift, glaube ich, befreien, ne? Den ja. Tschüss. Ah, noch was. Was? Ist er der M-Master? Oh Gott, das könnte nervig werden. Ich hab gehört, Metall schmilzt, ne? Ja, zu spät. Tschüss. Kommst ja nicht rein. Oh, ist meine Plattform. Oh, ich habe gewonnen. Jetzt gehört die Prinzessin mir. Mir ganz allein. Oh. Gut gemacht. 1.0. Okay, ach, damit kann ich leben. Ich habe schon fast jeden hier mit 8
glaube ich. So eine hohe Gesamtpunktzahl hat niemand auf dieser Welt. Nicht mal die Leute, die schon seit Nintendo 64 jetzt Smash Bros. Spielen. Ja. Okay. Ihr habt schon den Titel gelesen, also wisst ihr, welcher Charakter als nächstes kommt. Also ja. Also bleibt schon vorausgeplant, also. Ich weiß auf jeden Fall schon, wer als nächster kommen wäre, als ich Bowser gewählt habe. Und ja. Ahnung. Irgendwie dieses Pair-Up hier so. Mario und Bowser. Dass ich mir den Trailer hier von links angeguckt habe, von King K. Rool. Hier der Rivale von, oder Bösewicht von Donkey Kong, ne? Ich meine, das ist ein bisschen ausgeglichener, ne? Der eine ist ein riesiger Gorilla, der eine ist ein riesiger Alligator. Bei dem Trailer hat man irgendwie voll gesehen, dass die voll gleich auf waren. Aber irgendwie, weiß ich nicht, Mario und Bowser, das ist irgendwie etwas Unfaireres gespannt. Weil der eine ist ein Klempner, der mal Feuer spucken kann, ein bisschen eine Feuerblume oder irgendwas anderes. Einer ist ein Feuerspeiende Riesenschildkröte, die Feuer spucken kann. Ja, Feuerspeiende Riesenschildkröte, die Feuer spucken kann. Ich meine, das ist schon ganz schöner Unterschied. Aber kann es sein, dass diese roten Dinger, die mich hier die ganze Zeit abschießen, und hat die immer mehr kommen, je mehr Charaktere ich mache? Ich meine nicht, dass so viele damals da waren. Nein, dann auch mit dem Rang irgendwie zusammen, wie viele Punkte ich hatte am Ende. So viele Geheimnisse mich herausfinden. Läuft ja eigentlich für eine Musik im Intro. Sieht irgendwie voll klassisch irgendwie an. Was? Oh, ich habe Mario entfernt. Oh, nein! Peach! Anstatt Mario! Oh, ich habe kein Ticket mehr danach. Anna. Thanatos, ab von Kid Icarus Uprising. Wow, oh, ein Ticket, geil. Oh, Wanda sieht aber ein bisschen anders aus, als ich in Erinnerung hat. Von Cosmo und Wanda. Aber okay. Gut, nächster, wo ist er? Hier. Ich weiß nicht, ob wir müssen mal mit jedem Charakter hier gewinnen, um irgendwie ein Kämpferbild oder irgendwie sowas zu bekommen. Auf der Jagd nach Peach. Ja komm, wir haben Bowser gespielt, also haben wir Bowser Junior. Wäre noch fair. Ich einfach kann euch den Park Bowser und Iggy nennen oder irgendwie sowas. Ja. Was? Ich habe den Luma weggehauen. Soll schon sagen. Boom. Und die haben wir vernichtet. Der ist übrigens nicht Peach. Wow, perfekt. Was? Die falsche Prinzessin, aber egal. Salina ist besser. Da ist noch eine Prinzessin. Finger weg von meiner Tochter. Finger weg von meinem Vater. Boom. Boom. Mein Gott. Könnte meinen, ich meine,
irgendwie Bowser Junior. Oh, Pokéball. Oh, da lag ein Pokéball. Muss ich direkt umdrehen. Ferox. Schon wieder. Oh, läuft gut. Gut. Daisy und Luigi. Ja, das ist auch. Stimmt, Daisy ist auch eine Prinzessin. Ja, bitte Kanonen Kugeln hier einsaugen, Luigi. Muss schon sagen, die haben mich noch gar nicht getroffen. Ja, bitte er sich. Oh Gott. Nein, geh nicht auf mich. Ich hab Bock, dass du mich entführst. Sehr gut. Sehr gut. Schön. Läuft halbwegs gut mit Bowser Junior. Und ja, Prinzessin Zelda. Mit diesen ganzen Prinzessinnen. Ja, seinen eigenen Harem mir erstellen oder was? Ich mein Spielzeug kaputt gemacht. War klebt er mich heran jetzt. Sehr cool. Töte ihn. Hey. Sehr gut. Und wie auch immer dieser Mario noch mal hieß. Ja, das ist Mario, Super Mario Sunshine, ne? Ich glaube Schatten Mario heißt ja sogar, ne? Das ist eine böse Version von Mario. Wir haben auch eine Prinzessin in Klamotten an. Boom. Tschüss. Tschüss. Läuft überraschend gut. Alter, zerstört das hier alles. Oh. Ah. Nicht, dass man das Ding auch so benutzen kann. Ich dachte, man muss das in der Hand halten. Oh, das wäre so gut gewesen. Eine Kanonenkugel noch. Getroffen hätte sie runtergefallen ist, Alter. Mein Gott, wo fliegt denn der hin? Euch. Ja, Mario ist die einzige, der
seine Prinzessin beschützt, ne? Okay, Krom hat auch seine Tochter beschützt, also. Aber wo war Link, als ich auf Zelda losgegangen bin? Daisy wurde auch von Luigi beschützt. Wo war Link? Alter. Ja, das ist mal krass. Auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl am Ende. Vielleicht spreche ich ja auch nicht und krieg 9.9. Das wäre geil. Ich bezweifle es aber. Und auch wenn ich einmal frecke, ne? Ist ja trotzdem halbwegs gute Punkte bekommen, glaube ich. Was rein? Okay. Und ja, natürlich. Und langsam kriege ich die Haare auf. Habe ich so ein Gefühl. Weil die machen mir jetzt unglaublich viel Schaden, also. Dreck. Kommt immer weniger Schaden bei einigen Sachen, habe ich so ein Gefühl. Und dann kommen solche Kombinationsangriffe, ne? Ja. Das zieht natürlich nicht so viel ab. Wert. War sehr gut. Dreck. Und dieser Angriff, ne? Ich weiß nicht, wie. So wahrscheinlich perfekt blocken in dem Moment, ne? Oh, ehrlich. Wo ist der? Der. Schon mal einsetzen sollen, diesen Angriff. Oh! Du hast mich nicht noch mal raus, ne? Oh, falsche Richtung. Oh, Roadkill. Oh. Ah, schön. Gut gemacht. Hier ist halt eine Ticket noch verbraucht, dann hätte ich bestimmt 9.9 erreicht. Ja, finde ich auch. Okay, dann müssen wir jetzt noch mal ein paar Belohnungen winken. 9 Punkt, hallo. 9.5. Sag mir nicht, ich muss 9.9 erreichen, um 4 Sterne Geister zu bekommen, falls es überhaupt möglich ist. Ich hoffe es doch. Boink. Können wir gleich noch mal im Shop oder so nachgucken, oder Geister oder irgendwie so was. Apropos Shop, ich kann irgendwie gar keine Lieder mehr kaufen. Ich glaube, ich habe schon alle Lieder freigeschaltet, alle Lieder gekauft, die kaufbar sind. Oder Mii-Kostüme. Mii-Kostüme habe ich auch nicht mehr zur Verfügung hier im Shop. Wenn ich die alle schon gekauft habe, der kaufbaren,
bin mir sicher, einige sind noch per Meilenstein oder so versteckt. Aber sonst ne, nix mehr. Oh, meine Nase. Kratz, kratz, gut. Jetzt sagen wir nicht, ich muss für Bowser Junior mit jedem Charakter hier machen, um irgendwie, weiß ich nicht, ein Kämpferbild oder so freizuschalten. Ich meine, das war früher bei einigen Sachen. Es gibt ja keine Trophäen mehr in diesem Spiel. Keine Ahnung. In Super Smash Bros. Brawl oder so muss es ja da ruhig verschiedenen Charakteren, die irgendwie verschiedene Versionen haben, mit jedem Charakter einzeln zum Beispiel durchspielen. Damit Zelda und Sheik, die konnten sich ja verwandeln. Die waren nicht separate Charaktere damals. Muss man, glaube ich, einmal mit Zelda und einmal mit Sheik irgendwie den finalen Boss immer erledigen. Makat-Modus, was mehr oder weniger klassisch Modus, der ist auch schon klassisch Modus. Ne? Kann sein, dass ich mich irre, aber ich meine, das war so. Ja, weil das ist nicht der Fall mit Bowser Junior. Oh, der tut illegal Yoshis transportieren. Bowser Junior. Magola. Octome. Alia. Fire Emblem. Die heißt Mist im Englischen. Frag mich, warum sie sie nicht so genannt haben. Aber beim nächsten Mal weiß ich gar nicht, welches Duo wir nehmen. Lasse er mal schauen. Alucard, 15.000. Schwertangriff, nö. Heute kam Ticket holen, das wäre nicht schlecht. Ja, wollte ich jetzt mal gucken. Ach ja, Geister war ja. Oh, sind wieder Dinger, die tue ich aber auf Screen einsammeln. Ja, guck mal, hier viele Sachen nicht schon ab. Ja, mal zeigen, was ich alles auf Screen hier geholt habe. Weil nicht, da haben wir ja alles miterlebt, ne? Ich glaube, so ab hier, die alle sind so Sachen, die ich auf Screen hier gesammelt habe, durch klassisch muss oder durch kaufen und so. Na, Kämpfer, ja, wir haben ja einmal das Bild, das von Super Smash Bros. Ist, und dann einmal von dem Originalspiel, ne? So verstehe ich das. Hier, das zum Beispiel, das ist eindeutig hier Super Smash Bros. Grafik. Und das ist halt Artwork vom Breath of the Wild. Ne? Oder ja, Pokémon Grafik. Artwork. Smash Bros. Pokémon. Ne. Pokémon. Smash Bros. Pokémon. Smash Bros. Pokémon. Smash Bros. Finde ich gut. Sieht man so die offiziellen Artworks von einigen Spielen. Hier zum Beispiel Animal Crossing. Sieht sehr derpy irgendwie aus. Oder Street Fighter. Mein Gott. Ja, und der Street Fighter Art Style sieht irgendwie so aus. Sieht voll gemein aus irgendwie. Charaktere sehen alle aus, als würden sie voll wütend sein und so. Ja, Castlevania. Muss Mega Man. Ja. Sah sehr komisch aus. Das originale Cover von Mega Man. Google, das war das.
Er ist einfach nur so ein Typ, der hat irgendwie eine Knarre in der Hand und hat irgendwie so einen blauen Anzug an. Das sieht so bekloppt aus. Das ist auch beste Ding aller Zeiten. Ja, der Artstyle von Kid Icarus gefällt mir. Weil nicht, ich habe keine Ahnung von Kunst, aber so die Schattierungen oder irgendwie sowas sehen gut aus. Fire Emblem auch. Früher sahen die Charaktere, okay, Roy, der früher sahen die Fire Emblem Charaktere auch ein bisschen derpy aus, also. Ja, ist auch schon von älteren Spielen, ne? Okay. Wo ist Ness? Wo ist Ness? Nehmen wir da auch schon und Lukas. Die müssen ja eigentlich nur so Pixel-Grafiken haben, ne? Ja, genau das meine ich hier. Ich muss jetzt nicht extra mit jedem Charakter spielen, ne? Ich kann auch einfach die Kämpferdinger kaufen. So wie ich das verstehe, ne? Da bin ich blind oder was? Wo sind denn Ness und Lukas? Die habe ich da auch gespielt. Da. Ja. Ist sehr komisch. Ich dachte, er kommt aus einem späteren Spiel. Warum ist denn seine noch älter? Da gibt es kein Artwork für den. Keine Ahnung. Gut, haben wir hier mal ein bisschen Zeit verbracht und ja. Gut, aber ich sagen, da war's für diese Folge. Ja, ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen würdet. Das wäre sehr doll von euch. Und sehen wir uns nächstes Mal im Abenteuermodus wieder. Tschüss, Zikowski.